Hier ist der paranormaler Ermittler und Seelenwanderer sowie Medium Lord Amon. Ich möchte Sie auf meiner Seite herzlich willkommen heißen und unternehmen Sie mit mir Spaziergänge zur Zwischenwelt oder zur anderen Seite, um dort die Verstorbenen zu kontaktieren oder wenn es Seelen sind, die unruhig sind und noch nicht loslassen können, diese dann ins Licht zu führen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der paranormale Ermittler und Seelenwanderer sowie Medium Lord Amon. Wir möchten heute wieder auf einen Abstecher in die Zwischenwelt gehen. In der Zwischenwelt sind die Seelen, die noch nicht ins Licht gefahren sind, die irgendetwas noch zu erfüllen haben oder die schwere Sünden auf sich geladen haben, wie Selbstmord oder andere böse Sachen, die man so nicht machen sollte. In diesem Sinne lade ich Sie ganz herzlich dazu ein, meinen Assistenten Simon zu begleiten, der die Kamera führt, um mich in die Zwischenwelt zu begleiten. Dann machen wir das Ghostradio an. Es ist schon Betrieb in der Zwischenwelt, da ist immer Betrieb bei den so vielen Neuzugängen, die dort einkommen. Hallo Zwischenwelt, hallo Zwischenwelt. Hier ist der paranormale Ermittler und Seelenwanderer Lord Amon. Lord Amon, ich komme mit dem größten Respekt, mit der größten Demut, mit der ganzen Liebe meines Herzens und mit dem Frieden meines Körpers zu euch, um mich zu unterhalten. Wenn sich jemand angesprochen fühlt oder jemand in meiner Nähe ist, können gerne zu mir kommen und wir können ein Gespräch führen. Ist jemand hier? Guten Tag. Wer ist dort? Leo. Leo, was? Wieso? Vielleicht wollten Sie sich unterhalten und ins Licht fahren. Korrekt. Darf ich fragen, wie alt Sie sind oder waren? Wie alt waren Sie, als Sie verstorben sind? Sie wissen doch, dass Sie tot sind. Gab es da schon Radio? Gab es da schon TV? Alles ohne? Wie sind Sie zu mir gekommen? Waren Sie zufällig hier, wo ich aufgerufen habe, oder sind Sie gezielt hergekommen? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? 44. Können Sie sich noch daran erinnern, an was Sie verstorben sind? Getötet wurden Sie. Wer hat Sie getötet?
Die Andreas. Wer ist der Andreas? Bin ich das gewesen? Was war ich vorher? Leo. Fußballer war ich, ne? Das ist ja nicht schlecht, ne? Oder sie. Aber was war ich, dass ich sie getötet habe? In der Urne war ich. Jo, aber vor der Urne. Kennen Sie mich? Wie ist mein Name? Wie ist mein Name? Chris nicht. Eberhard, das stimmt schon, ja. Wie jetzt? Was waren Sie vom Beruf, Leo? Können Sie sich daran erinnern? Hatten Sie Frau und Kinder? Ein Kind? Wieso mussten Sie durch meine Hand sterben? War ich ein Henker? War ich ein Mörder? Ein Verräter? Wem soll ich um Verzeihung bitten? Den Staat, ja. Ob der Staat da mitmacht, ist anzuzweifeln. Die haben nur zu tun, um ihre Taschen zu füllen. Wer war der König zur Zeit? Wer war der König? In welches Jahrhundert sind Sie verstorben? Oder in welches Jahr sind Sie verstorben? In welchem Jahr sind Sie verstorben? Können Sie sich nicht mehr daran erinnern? Ist ja auch nicht weiter schlimm. Muss nicht ehrlich sein. Wer kann fliegen? Soll ich den Herrgott anrufen, dass er sie abholt, Leo? Ja. Dann bete ich jetzt zum Herrgott. O du Erschaffer dieser Welt, dieser Ebenen, dieser Menschen, dieser Seelen, erlöse eine Seele von dem weltlichen Leben, denn diese irrt schon
viele Zeiten umher und möchte heim ins Reich, ins große göttliche Reich mit Sonne und Sterne. Schicke uns deinen Sohn Jesus Christus, dass er diese Sünder mit sich nimmt und diesen dann schicke euren Sohn zu uns und holt den Leo ab. Öffne die Tür, Jesus. Und lasse ihn vollständig fern vor den Jesus Christus und vor den Gott Sohnes. Jesus kommt. Oh Herr, du Erschöpfer dieser Blumen, dieser wunderschönen Blumen hier im Garten blühen. Ich werde diese Sitzung jetzt beenden, mit der Hoffnung, dass Sie gut angekommen sind ins Reich der Sonne, des Lichts und des unendlichen Friedens, um sich zu entspannen und sich vorbereiten auf eine Wiedergeburt. Im Namen Christus. Im Namen Jesus Christus. So, nun bedanke ich mich für das Zuschauen und für das Mitmachen in diesem Video. Es freut mich schon heute, dass ich euch bald wieder sehen darf. In diesem Sinne sage ich ganz einfach Tschüss.